Die Handballmänner von Union Chemnitz mussten sich am 3. Februar dem BSV Limberhuber-Frohna in der Sachsenhalle in Chemnitz 20-27 geschlagen geben. Siegreich war das Team dafür am 10. Februar mit 32-28 gegen den Verbandsliga-Tabellenführenden HSG Freiberg 2. Da Limberhuber-Frohna, der Tabellenzweite, ebenso am 10. Februar mit 32-21 daheim gegen HSG Rückmarsdorf erfolgreich war, ist es nun an der Tabellenspitze richtig eng. Nur einen Punkt weniger hat der BSV Limberhuber-Frohna als die HSG Freiberg 2 und 3 Punkte mehr als Plauen-Oberloser 2. Es stehen in der Rückrunde noch einige Begegnungen aus. Die werden es im Kampf um die Meisterkrone in sich haben. Nächstes Verbandsliga-Heimspiel hat der BSV Limbach-Oberfrohna am 2. März 18:30 Uhr in der Großsporthalle gegen HSG Neudorf-Döbeln.